So, herzlich willkommen zu einem nächsten Videobeitrag von mir. Ich habe leider zurzeit irre viel zu tun, darum ist es jetzt gerade schwierig, aufwendigere Videos zu drehen. Aber ich behalte alles im Blick, das habe ich ja soweit versprochen, was alles so passiert. Aktuell schneit es auch wieder zum Thema Klimawandel. Also der Winter war diesmal sehr streng. Jetzt, wenn ich aus dem Fenster schaue, Schnee hier in Bayern, dürfte eigentlich gar nicht sein, müsste eigentlich wärmer sein. Aber das jetzt mal so dahingestellt. Ich starte jetzt direkt rein, was es diese Woche Neues gegeben hat und was auf jeden Fall erwähnenswert ist. Das erste Thema ist Reframing, NLP-Tricks und Kommentare. So, was versteht man eigentlich unter NLP? Das bedeutet neurolinguistisches Programmieren. Im Endeffekt sein Gehirn umprogrammieren. Deswegen ist auch ein gängiger NLP-Trick, wenn bei dir etwas schief läuft oder wenn es nicht so gut läuft, dass du versuchst, aus dieser Situation das Beste erstmal draus zu machen und vor allem das Positive daran siehst. Zum Beispiel, wenn sich deine Frau, die du geliebt hast, von dir scheiden lässt, dann ist es erstmal hart, ein richtiger Rückschlag. Allerdings ist es dann meistens so im Nachhinein betrachtet, dass diese Trennung sogar gut war und dass diese Frau vielleicht doch nicht so der optimale Partner für dich gewesen ist, wie du es gern gehabt hättest. Und wenn du jetzt in so einer Situation anfängst, das schon so zu sehen, dass alles für etwas gut ist, und dir in diesem Moment schon über die Vorteile im Klaren wirst, dass du jetzt wieder Freiheit hast, du kannst jetzt einen Partner kennenlernen, der viel besser zu dir passt, du kannst vielleicht bestimmte Sachen wieder neu aufnehmen, das was mit deiner Frau nie funktioniert hat. Wenn man das so in diese Richtung sieht, dann ist dieser Schmerz erstmal gar nicht so hart, wenn man das schafft anzuwenden. Da gibt es ja einige NLP-Trainer, die das machen. Und für die menschliche Psyche, um im Leben weiterzukommen, können so Reframing-Tricks auf jeden Fall sehr nützlich sein. Allerdings hat das Ganze auch eine Schattenseite, denn man kann es auch auf der dunklen Seite anwenden. Und da zeige ich euch jetzt was. Hier ein kleiner Auszug, wenn ich in Facebook immer diskutiere und diese Corona-Pandemie und vor allem die Maßnahmen kritisiere. Das hier ist ein Beispiel von einem älteren, sehr verbitterten Herrn, der am liebsten eben die Impfung aufzwängen möchte und alle Kritik, die sich gegen dieses Corona richten, also die Leute auch regelrecht beleidigt. Das sind jetzt noch relativ harmlose Kommentare. Das war, soweit ich weiß, ein Kommentar, wo es darum ging, als ich ihm gesagt habe, warum er immer persönlich wird und andere Leute beleidigen muss. Da schreibt er dann, stammt alles von ihren vielen Erkenntnisseiten im Internet, weil er akzeptiert so gesehen nur diese Mainstream-Meinung. Deshalb darf man sie inklusive ihrer Musiktexte, obwohl er jetzt meine Band und die Musik damit gar nichts zu tun hat, und YouTube-Beiträge als aggressiven Glaubenskrieger verorten, dem Aufklärung Wurst und die Gesundheit anderer Schnuppe ist. Übrigens als Irlmeier-Fan mit ihrem flammenden Beitrag auf der YouTube-University sollten Sie mal hier reinschauen, sehr erhellend. Und hier sieht man schon, wie man dieses Reframing anwenden kann. Man muss ja jetzt ganz ehrlich sagen, Stört der Priester, also meine Band, das ist jetzt keine Kuschelmusik. Das ist rauer, gröhlender Gesang und sehr aggressive Musik. Aber nur weil ich jetzt in meiner Freizeit oder als Hobby solche Musik produziert habe, bedeutet das ja noch lange nicht, dass ich jetzt losziehe und irgendwelche Leute zusammenschlage. Diese Logik, die ist ungefähr so schlau, wie wenn man Sylvester Stallone vorwirft, dass er aggressiv wäre, weil er so Filme wie Rambo gedreht hat oder Arnold Schwarzenegger. Das eine ist Kunst. Kunst wird auch dazu verwendet, dass man bestimmte Sachen auslebt. Aber wenn ich jetzt als Mike damit diskutiere, dann hat das ja nichts mit der Musik zu tun. Und das ist jetzt auch so ein Reframing. Praktisch ein Mensch, der schon solche Musik macht, der muss Unrecht haben. Und der ist ein aggressiver Glaubenskrieger, weil man sieht es ja an der Musik, die Musik ist aggressiv, also ist ja alles, was der sagt, auch aggressiv. Aufklärung ist wurscht und die Gesundheit anderer Leute ist im Schnuppe. Das alles sind jetzt Unterstellungen, die mich in ein schlechtes Licht rücken, seiner Ansicht nach. Und wenn jetzt andere Leute draufschauen, die wo jetzt nicht deutsch-rock-affin sind, die geben ihm dann recht, weil die schauen sich dann die Musik an und denken sich, das muss ja dann falsch sein. Das sind diese Vorurteile der Menschen. Und er schreibt zum Beispiel auch, übrigens als Irlmeier-Fan mit flammendem Beitrag, also da meint er praktisch die Videos mit Flammen. Erstens mal bin ich kein Irlmeier-Fan, mich interessieren diese Vorhersagungen. Und es wird auch in jedem meiner Videos erwähnt, dass man das mit einer Prise Salz nehmen sollte, dass da nichts bewiesen ist. Aber deswegen darf man ja trotzdem drüber sprechen.
Nur hat es jetzt mit dieser C-Punkt-Pandemie überhaupt nichts zu tun. Wir können auch weiterschauen, was der Herr noch so vom Stapel lässt. Meinungen können wie ihre faktenlosen Postings beinhart bewiesen grundsätzlich falsch sein. Das liegt daran, dass sie sich selbst als Impfgegner, Esoteriker, Remote-Viewer und Hellseher bezeichnen. Und dann wird's halt dunkel und man fällt sogar auf den Bugdip-Bullshit rein. Man sieht, hier geht dieses Reframing weiter. Er behauptet, dass ich ein Impfgegner bin. Und jetzt ist die Frage an euch, in welchem Video habe ich schon mal gesagt, dass ich ein Impfgegner wäre? Es geht doch jetzt rein um diese C-Punkt-Impfung, weil bestimmte Studien einfach Zeit brauchen, bis man sämtliche Nebenwirkungen ausschließen kann. Und nur weil ich jetzt sage, dass ich mich gegen C-Punkt nicht impfen lassen möchte, behauptet er, also er gibt mir dieses Etikett Impfgegner, das Reframing. Ja, schaut euch diesen Mike Priester an, das ist ein Impfgegner, da ist ja schon alles gesagt. Oder Esoteriker. Jetzt meine Frage an euch, was ist denn überhaupt ein Esoteriker? Das wird ja so dargestellt, jeder Esoteriker ist ein Spinner. Dann das mit dem Remote-Viewer stimmt, aber zum Beispiel, dass ich ein Hellseher wäre, das habe ich in keinem meiner Videos jemals erwähnt. Ich habe sogar immer gesagt, dass das alles so einen schlechten Ruf hat, weil es viele Scharlatane gibt, die denken, sie könnten in die Zukunft schauen, aber dass es keiner wirklich zuverlässig kann und dass da eben sehr interessante Aufzeichnungen von diesem Alois Illmeier gibt, der das wohl konnte. Genau überprüfen lässt sich das alles nicht, aber das wird alles dazu gesagt. Also ich würde sagen, dass ich da höchst seriös an diese Sache rangehe und euch nicht irgendwie das Gelbe vom Ei verspreche. Und auch dieser Bhakti-Bullshit, ich meine, der Bhakti, das ist ein gebildeter Mensch. Ich habe auch sein Buch gelesen, dieses Corona-Fehlalarm. Ich fand das Buch sehr gut. Ich persönlich gebe dem Bhakti nicht überall recht, aber manche Ansätze in diesem Corona-Buch, die sind schon sehr interessant. Zum Beispiel, dass diese Corona-Pandemie auch andere Opfer mit sich bringt, die keiner auf dem Schirm hat, über die nicht gesprochen werden. Das, was dann in die Richtung geht, Gewalt in der Familie oder Alkoholkrankheiten, Suizide und so weiter, das wird da drin besprochen. Aber dieser Aspekt, der wird praktisch von den Mainstream-Medien nicht aufgegriffen. Und wenn man eine andere Meinung hat, wird man durch dieses Reframing gleich blöd hingestellt. Und wie gesagt, das sind jetzt noch die harmlosesten Kommentare. Also ich kriege ja von Morddrohungen bis hin zu den übelsten Beleidigungen jede Woche alles Mögliche um die Ohren gehauen. Und zum Beispiel dieses Wort Esoteriker. Also man könnte da jetzt auch einsetzen Autofahrer. Aber was sagt der Begriff Autofahrer über das eigentliche fahrerische Können aus? Ich meine, jeder 18-Jährige, der den Führerschein bestanden hat, ist im Prinzip ein Autofahrer. Es heißt aber nicht, dass der gut Autofahren kann. Und bei den Esoterikern wird es auch Menschen geben, die durch Esoterik bestimmte Sachen gut umsetzen können und andere sind halt irgendwelche Spinner. Das gleiche ist auch bei dem Remote Viewing. Das übe ich jetzt schon über ein halbes Jahr. Ich habe dabei auch schon sehr gute Ergebnisse erzielt. Aber man muss halt auch dazu sagen, dass das teilweise auch ungenau ist, wenn man nicht bei der Sache ist und dass das vermutlich nicht jeder kann. Ich bin aber überzeugt, dass es sehr gute Remote Viewer gibt, die ich auch persönlich kenne und die nachweislich viel Geld damit verdienen. Und das kann man dann auch gar nicht mehr so wegreden, weil die das über Jahre machen und der Erfolg auch irgendwo nachweisbar ist. Bloß wollen diese Leute meistens ihre Ruhe haben, die hängen das nicht an die große Glocke, genau aus dem Grund, weil die Leute eben so reagieren, da wird man aufs Übelste beschimpft. Die behalten das für sich, aber ich bin auch überzeugt, dass das funktioniert, sonst würde ich es auch gar nicht lernen, wenn ich mir da nicht so bestimmte Sachen schon eingeholt hätte oder mich informiert hätte. Und drum ist bei Remote Viewing für mich auch wichtig, dass man es überprüfen kann. Drum viewe ich zum Beispiel hauptsächlich nur Sachen von einem Ereignis, das dann ein klares Ergebnis aufweist, sodass ich es dann bewerten kann. Wen das interessiert, der kann auch in meine Telegram-Gruppe schauen, da machen wir regelmäßig Remote Viewings. Bei manchen haut man auch definitiv daneben, vor allem bin ich auch noch nicht so gut. Aber man sieht schon, dass der Trend in die Richtung geht, dass überwiegend mehr Fragen richtig beantwortet werden als falsch. Und das gleiche bezieht sich auch auf das Wort Hellseher. Wie viele Leute bezeichnen sich als Hellseher? Und wie oft liegen die falsch? Ich bin aber auch felsenfest überzeugt, dass es unter uns irgendwo Menschen gibt, die diesen Blick in die Zukunft haben durch eine erweiterte Intuition. Meistens auch nach Nahtoderfahrungen kann dieses Phänomen auftreten. Aber die meisten Leute wollen das gar nicht an die große Glocke hängen. Die wollen nicht, dass sie zum Beispiel scharenweise von Leuten aufgesucht werden oder in den Medien kommen. Und das ist auch verständlich, dass sie dann nicht alle hier schreien. So, das war jetzt dieses Thema Reframing. Ich hoffe, jeder von euch kann jetzt was damit anfangen und fällt auf so einen Quatsch nicht mehr drauf rein. Das ist auch so ein Trick, wenn man jemand blöd machen will, dass man so schlechte Eigenschaften sich von dem raussucht. Zum Beispiel, wenn du in der Arbeit mit jemand arbeitest und der ist vorbestraft, weil er mal irgendeinen Blödsinn
Blödsinn gemacht hat. Wenn du dann dieses Vorbestrafte, dem wie so ein Etikett, ständig anhängst und dann bei jedem Kollegen immer erwähnst, der ist ja vorbestraft, dadurch sinkt er seinen Stellenwert, egal ob er eine Arbeit gut oder schlecht macht, weil dadurch, dass er immer vorbestraft ist und immer als der Vorbestrafte gilt, hat man dadurch ein Reframing erschaffen, was diesen Menschen im Prinzip unten hält. Da müsst ihr mal drauf achten, wo sowas genau passiert, wo man so Etiketten bekommt. Und wenn man das merkt, sollte man auf jeden Fall was dagegen tun und das nicht auf sich sitzen lassen. Aber das ist eine gängige NLP-Methode, die man für gute und auch für negative Zwecke einsetzen kann. So, schauen wir weiter. Korruption und Unehrlichkeit. Ja, unsere Politiker, korrupt, unehrlich, nicht alle, aber viele. Und die werden trotzdem immer wieder gewählt. Zum Beispiel auf süddeutsche.de, da heißt es: Mehrere Politiker von CDU und CSU stehen gerade im Fokus der Öffentlichkeit. Aus ganz unterschiedlichen Gründen wird ihnen vorgeworfen, ihr Mandat missbraucht zu haben, um einen persönlichen Vorteil daraus zu erzielen. Einige sollen bei Käufen von Corona-Schutzmasken erhebliche Provisionen kassiert haben, andere stehen im Verdacht, sich gegen Gefälligkeiten für die Interessen bestimmter Länder eingesetzt zu haben. Mehrere Personen sind in diesem Zusammenhang inzwischen aus ihrer Partei ausgetreten. So viel zu der Vertrauenswürdigkeit der Politiker. Letzte Woche habe ich dann einen ausführlicheren Podcast darüber gemacht, aber ich wollte das jetzt hier einfach nochmal aufgreifen, dass man sich immer in Erinnerung ruft, welche Leute uns eigentlich regieren, welche Leute unsere Volksvertreter sind und ob man denen so blind vertrauen sollte. Das führt uns jetzt auch zu unserem nächsten Punkt, und zwar das Aufzwängen von Impfungen. Warum diese Korruption? Erstens mal, wie glaubwürdig sind unsere Politiker? Und jetzt heißt es ja praktisch so, wie uns die das aufzwängen wollen, Impfen ist Bürgerpflicht und so weiter. Und da frage ich mich auch, die Nebenwirkungen durch die Impfungen. Da kam ja jetzt raus, also es wird vermutet, dass bei dieser Impfung von AstraZeneca, dass die so Blutgerinnsel auslösen kann. Und da haben sich ja dann auch wieder viele Feministinnen zu Wort gemeldet, die gesagt haben, auch diese Antibabypille kann praktisch so Thrombosen auslösen. Aber da schreit keiner. Aber jetzt, wo es uns Männer auch betrifft, da ist dann wieder die Kacke am Dampfen. Ja, das sehe ich persönlich nicht so, denn diese AstraZeneca-Impfung, die steht ja dazu im Verdacht, dass sie Blutgerinnsel auslöst, allerdings im Gehirn. Das ist ein riesiger Unterschied zu der Antibabypille, die dann Blutgerinnsel in den meisten Fällen woanders auslöst, wie zum Beispiel an den Beinen. Das ist zwar nicht schön, aber viel einfacher behandelbar, als wie wenn sich im Kopf so ein Blutpfropfen löst. In den meisten Fällen stirbt man daran oder könnte womöglich auch schwer behindert hinterher sein. Und drum finde ich persönlich auch ziemlich falsch, wenn man Menschen die Impfung aufzwängt, denn ich persönlich würde jetzt zu keinem sagen, du darfst dich nicht impfen lassen oder du sollst dich impfen lassen, denn ich möchte hinterher mit dieser Verantwortung nicht leben. Das ist das Gleiche, wenn jetzt ein Mensch auf mich zutritt und sagt, was soll ich jetzt tun? Dann würde ich sagen, das musst du selbst entscheiden, weil wenn ich jetzt sage, ich würde mich auf gar keinen Fall impfen lassen, weil die Impfung schädlich ist, was ich ja so hundertprozentig noch nicht abschätzen kann. Aber das mit dem AstraZeneca ist auf jeden Fall besorgniserregend. Und dieser Mensch lässt sich dann aufgrund meines Rates, den ich ihm erteilt habe, nicht impfen, infiziert sich dann tatsächlich mit dem C-Punkt-Virus und stirbt. Dann könnte ich jetzt mit dieser Last nicht leben. Und drum kann ich nur sagen, ich persönlich würde mich nicht impfen lassen, aber was du für dich machst, das musst du einzig und allein selbst entscheiden und auch die Konsequenzen dafür tragen. Dann ist es meiner Ansicht nach in Ordnung, aber wir schauen jetzt mal, was unsere Politiker dazu sagen. Und da sieht man zum Beispiel den offiziellen Twitter-Account von Markus Söder und da tweetet er: Wenn AstraZeneca zugelassen wird, muss flexibler und so viel wie möglich geimpft werden. Die Hausärzte sind dafür die besten Vermittler. Sollte der Impfstoff nicht zugelassen werden, darf er nicht weggeschmissen werden. Besser wäre dann eine Impfung auf eigenes Risiko. Und das finde ich schon ziemlich krass, so einen Tweet. Daher würde ich es auch nicht verstehen, wenn so jemand Bundeskanzler wird, wenn das die Leute wirklich tolerieren. Im Endeffekt schaut es so aus, wie wenn er uns als Versuchskaninchen missbraucht. Und wenn die Impfung nicht zugelassen ist, ja, dann soll man doch auf eigenes Risiko impfen, so praktisch, dass der Staat dann fein raus ist. Und dann noch so Sprüche vom Söder, Impfen ist Bürgerpflicht.
Das ist ja genau das, was ich gerade besprochen habe. Ich könnte damit nicht leben, wenn ich da jetzt sage, Impfen ist auf jeden Fall Bürgerpflicht und wenn du das nicht machst, dann bist du ein Trottel. Auch dieser ältere Herr, wo ich die Kommentare vorher gezeigt habe, der stellt mich auch regelrecht als Vollidiot hin, als unvernünftig und mir ist die Gesundheit von den anderen scheißegal, weil ich mich nicht impfen lasse. Nein, es ist immer noch mein Körper, es ist meine Entscheidung und ich lasse mir von keinem einreden, dass ich dafür verantwortlich bin, für das Leben anderer Menschen, denn ich habe den Coronavirus auch nicht erfunden. Und würde ich mich jetzt impfen lassen und dabei kommt irgendeine Komplikation raus, wie eben dieses Blutgerinnsel, ich denke mal, dass das so Menschen dann wirklich scheißegal ist, aber sie haben ja ihr Bestes getan und haben gesagt, eigentlich ist Impfen Bürgerpflicht, da kann ja gar nichts schief gehen. Und drum halte ich mich da ziemlich zurück. Wenn du dich impfen lassen möchtest, dann mach das, entscheid das selber, aber trag auch selbst die Konsequenzen. Wenn du dich nicht impfen lassen möchtest, so wie ich, dann entscheid es, aber trag auch die Konsequenzen, wenn man dann zum Beispiel sich an Corona infiziert und daran stirbt. Das muss man natürlich dann selber abwägen und wissen, aber da komme ich gleich noch drauf. Jetzt machen wir einen kurzen, heftigen Sprung nach Tschernobyl. Tschernobyl war ja ein Atomreaktor, der 1986 hochgegangen ist und auch damals wurde das schon sehr relativiert. Das als auf meine Frage zurück, werden die Nebenwirkungen von möglichen Impfschäden überhaupt transparent in den öffentlich-rechtlichen Medien gezeigt? Wir lesen uns jetzt das mal hier durch. Als im Mai 1986 nach dem Reaktorunglück in Tschernobyl die Opferzahlen steigen, wachsen offiziell auch die Zahlen jener, die angeblich unversehrt die Krankenhäuser verlassen können. Wie aus Dokumenten hervorgeht, die das National Security Archive nun zugänglich macht, liegt das an einem Trick des sowjetischen Gesundheitsministeriums. Der als kritisch erachtete Grenzwert für radioaktive Strahlung, der eine Person maximal ausgesetzt sein darf, wird schlicht um ein Vielfaches heraufgesetzt. 10 bis 50-fach so hoch wie zuvor darf die Dosis fortan sein. Es ist nur eine von vielen Verschleierungstaktiken. So, das steht jetzt hier zum Beispiel auf T-Online. Das ist jetzt in der Regel kein Verschwörungskanal, so würden es jetzt diese Mainstream-Verfechter sagen. Ja, man sieht es auch hier, das Gesundheitsministerium praktisch die Daten und die Statistiken geschönelt. Das ziehe ich mir jetzt nicht irgendwo aus den Fingern. Und jetzt stelle ich mir die Frage, könnte das mit diesem Robert-Koch-Institut auch ähnlich passieren? Also ich frage nur, ob das passieren könnte. Ich behaupte nicht, dass das so ist. Bloß ich bin natürlich jetzt sehr, sehr skeptisch, ein gebranntes Kind. Denn damals, 1986, sieht man ja, wie das gemacht wurde. Und jetzt frage ich euch, wäre das jetzt völlig undenkbar, dass das in der heutigen Zeit auch passieren könnte. Zum Beispiel, dass diese Inzidenzzahlen nicht stimmen oder dass künstlich irgendwelche Sachen vertuscht und verschleiert werden. Auch wo dieser Reaktor explodiert ist, da hat es ja auch sehr lang gedauert, wo man es dann nicht mehr weiter rauszögern konnte, bis das dann weltweit gemeldet wurde. Und vorher wurde das dann eher immer noch so abgetan, ja, dass man alles im Griff hätte. Der nächste Punkt wäre gewesen, Söder dreht durch. Das habe ich jetzt schon etwas vorgegriffen mit seinem Twitter-Post. Aber wir schauen jetzt zu diesem Kretschmer. Der fordert zum Beispiel eine Testpflicht. Und ich bin jetzt dazu immer noch auf T-Online. Kretschmer plädiert für Testpflicht in Schulen und beim Einkaufen. Das ist meiner Meinung nach auch eine Überschreitung oder ein Eingriff in meine Grundrechte. Ich muss einkaufen, damit ich überleben kann, damit ich mir was zum Essen kaufen kann und werde dann gezwungen, dass ich einen Corona-Test mache. Wenn ich mich verweigere, kann ich nichts zu essen kaufen. Das finde ich geht zu weit und man braucht sich dann im Gegenzug auch nicht wundern, wenn die Kriminalität zunimmt. Denn wenn ich mir nichts mehr zum Essen kaufen kann und strikt gegen diesen Test bin, dann könnte ich mir vorstellen, dass sich das viele dann auch einfach so holen. Und das ist jetzt auch nur meine Meinung, obwohl ich nichts Kriminelles befürworten möchte. Aber wenn sich dann jemand zum Überleben sein Essen sichert, dann kann man es meiner Ansicht nach diesen Menschen auch nicht verdenken. Ich frage mich eh, warum so Politiker überhaupt im Amt sind. So einer wie dieser Kretschmer, ist jetzt wieder meine persönliche Meinung, der sollte eigentlich direkt abgesetzt werden, wenn nicht gleich in den Knast gesteckt mit Söder, Merkel, Spahn. Und auch der Lauterbach, der wird sich da auch noch ganz gut da drin machen. Ging es nach mir, könnte man solche Politiker gerne ein Leben lang wegsperren, aber zumindest aus der Politik entfernen und ihnen vielleicht einen Job als Kloputzer vermitteln. Dann kommen wir auch schon zum Risikomanagement. Mein ganzes Leben funktioniert nach einem Risikomanagement. Man kann das vielleicht vergleichen mit einem Tag im Spielcasino, den man zur Freude genießt, wenn man sich ein Limit setzt von 100 Euro oder von 20 Euro, je nachdem wie dick der eigene Geldbeutel bestückt ist. Und wenn man sich dann wirklich an sein Limit hält und wenn die 20 Euro verspielt sind und man Spaß an diesem Abend hatte,
dass man es dann auch gut sein lässt. Viele sind sehr unvernünftig, die verlieren zum Beispiel die 20 Euro. Da sollte dann dieser Abend beendet werden und sagen dann zum Beispiel: Schatz, ich brauche jetzt von dir nochmal 20 Euro, die hole ich mir jetzt wieder. Dann sind schon 40 Euro im Spiel, die werden natürlich meistens auch restlos verzockt und nicht selten schlägt dann so ein Casinoabend mit minus 300 Euro zu Buche, in Extremfällen sogar mehrere tausend Euro, die an einem Abend verspielt werden. Das ist ein schlechtes Risikomanagement, wenn man sich nicht daran hält, und das hat auch was mit dieser Impfung zu tun. Meiner Meinung nach ist Corona für mich persönlich nicht so schlimm und ich habe das sehr gut abgewägt. Ich bin der Meinung, dass ich so eine Infektion sehr gut wegstecken werde und dass ich davor keine Angst habe. Dagegen die Impfung hat viele Parameter, die ich nicht einschätzen kann. Es könnte zum Beispiel sein, dass die Impfung völlig harmlos ist, was ja jetzt bei AstraZeneca schon fragwürdig ist mit diesem Gerinnsel, was dadurch vermutlich ausgelöst werden soll. Oder es könnte auch sein, dass so Impfungen, bei denen ja diese Langzeitstudien fehlen, später gravierende Nebenwirkungen entfalten können, wie zum Beispiel Krebs oder andere seltene Krankheiten. Es ist in der Vergangenheit auf jeden Fall schon aufgetreten, wie diese Narkolepsie-Krankheit bei dieser Schweinegrippe-Impfung, auch dieses Contagan, das sehr sicher eingestuft wurde, ich glaube, das war in den 60ern oder 70er Jahren, wo dann diese Kinder mit diesen verkrüppelten Armen zur Welt kamen. Da habe ich auch erst neulich jemand beim Supermarkt gesehen mit diesen Ärmchen. Und das bringt mich halt dazu, dass ich unserer Regierung und der Pharmaindustrie überhaupt nicht über den Weg traue. Und dadurch, dass ich diese Nebenwirkungen oder die Risiken bei der Impfung nicht abschätzen kann, ob harmlos oder nicht, habe ich für mich entschieden, dass ich mich lieber mit Corona infizieren würde, bevor ich mir diese Impfung verpassen lasse. Das soll aber nicht für dich heißen, dass du das genauso machen musst. Du musst es für dich individuell abschätzen. Wenn man jetzt natürlich 95 Jahre alt ist, dann kann man das nochmal anders beurteilen, wie jetzt bei jüngeren Menschen. Aber selbst wenn ich jetzt 60 Jahre alt wäre, würde ich mich nicht impfen lassen. Ich glaube nicht mal mit 70. Aber das muss, wie gesagt, jeder von euch selber entscheiden und die Konsequenzen dann auch tragen. So, oft hört man ja den Spruch, ich will mein Leben zurück. Und das ist auf jeden Fall ein großes Problem, denn viele Menschen, die wollen sich gar nicht impfen lassen. Aber wir werden so eingeschränkt, sodass das Leben keinen Spaß mehr macht. Ich würde mich jetzt auch gern in mein Stammcafé setzen, da wieder arbeiten, dass man unter Leuten ist. Mir fehlen auch ein bisschen diese sozialen Kontakte. Alles ist im Lockdown, alles ist zu. Und viele Leute, die drehen da richtig durch. Dadurch, dass ich weniger Probleme damit habe, da ich immer schon sehr viel für mich war und mehr so ein Einzelgänger-Typ bin, so ist es dann für sehr soziale Menschen besonders schmerzhaft. Und da kann ich auch verstehen, dass viele sagen, ich will mein Leben zurück und dafür würde ich alles tun. Das ist aber wieder sehr kurzfristig gedacht, die wo dann sagen, mir ist die Impfung egal, Hauptsache mein Leben kommt wieder zurück. Denn du musst immer daran denken, sollte an den Impfungen noch mehr dran sein, was wir jetzt noch nicht wissen. Und es gibt eine Wahrscheinlichkeit dafür. Dann ist die Frage, hat sich das wirklich gelohnt, wenn man dadurch sein Leben wieder zurückkriegt und dann ein paar Jahre später einer schwerwiegenden Krankheit zum Opfer fällt. Was das alles sein könnte, steht noch in den Sternen. Wir wissen auch gar nicht, ob das so ist. Aber ich persönlich halte es auf jeden Fall wahrscheinlich und man müsste immer damit rechnen. Und da knicken jetzt die schwachen Menschen auf jeden Fall ein. Ich finde es auch immer sehr lustig in der Deutschrock-Szene, da wo ja diese tätowierten Harten sind. Das sind meines Erachtens die schwächsten Menschen von allen, die einfach nur immer eine große Fresse haben, aber da wo absolut nichts dahinter ist. Ich habe jahrelang in dieser Szene gespielt und ich musste da immer schmunzeln oder lachen, wenn man da dann merkt, was da wirklich dahinter ist. Und auf jeden Fall sehe ich es kritisch, dass viele schwache Menschen jetzt dann einknicken werden und vielleicht sich etwas unterziehen, was sie so gar nicht möchten, nur aus Angst vor diesem Lockdown oder vor den Konsequenzen, dass sie ihr Leben nicht mehr genießen können. So, jetzt kommt noch was Interessantes. Gentechnik-Demo habe ich aufgeschrieben. Was bedeutet das? Wenn man hier jetzt schaut auf bundesregierung.de: Lebensmittel in Deutschland grundsätzlich gentechnikfrei. Und jetzt lasst euch das mal auf der Zunge zergehen. Gentechnik in Lebensmitteln ist für viele Verbraucher ein sensibles Thema. Denn über 80% der Deutschen möchten keine gentechnisch veränderten Lebensmittel kaufen. Deshalb gibt es grundsätzlich keine gentechnisch veränderten Lebensmittel in den Regalen. Über 80% der Deutschen, die möchten keine gentechnisch veränderten Lebensmittel kaufen. Sind jetzt aber diese gentechnisch veränderten Lebensmittel so schlimm? Naja, sie stehen in Verdacht, Allergien auszulösen. Aber es ist ja schon so, dass diese gentechnisch veränderten Lebensmittel nicht in deine Genetik mit reinpfuschen. Dann müsste man, wenn man jetzt Schweinefleisch isst, dann müsste man ja auch Schweinegene in seinen Erbgut aufnehmen. Das passiert in der Regel nicht. Also man isst ja dieses Fleisch nur,
aber bei der Impfung ist es schon etwas anders. Da werden ja dann genetisch veränderte Sequenzen oder Baupläne direkt in die Zelle eingeführt, die dann aufgrund von diesen Bauplänen so Antigene bildet. Und auch bei dieser AstraZeneca-Impfung ist es dann nochmal etwas anders. Da habe ich gelesen, das kann auch jeder von euch nachprüfen, dass diese Impfung sogar auch mit dem Erbgut in Kontakt kommt. Es soll sich aber angeblich nur im Promillebereich auf dieses Erbgut anwenden. Was das aber langfristig bedeutet, das kann ich euch an der Stelle nicht sagen. Da gibt es ja diesen Clemens Awey, der hat ja jetzt da so ein Buch drüber geschrieben. Und das ist auf jeden Fall interessant, sich mit dem mal etwas auseinanderzusetzen. Der erklärt das auch genau, dass das dann vieles, wie es dann heißt, dass das so völlig unbedenklich ist, dass das sehr fragwürdig ist, ob das dann wirklich der Wahrheit entspricht, da einfach diese Langzeitstudien fehlen und man auch nicht weiß, was bedeutet das, wenn das im Promillebereich an die Genetik hinkommt, was das dann im Endeffekt auslösen kann. Ich bin an der Stelle kein Virologe und auch kein Biologe und kann das somit nicht seriös beantworten. Das Einzige, was ich seriös beantworten kann, dass vieles vielleicht gar nicht so harmlos ist oder so unbedenklich, wie uns das gern verkauft wird. Auch bei den Zahlen und den PCR-Tests, das ist auch so eine Sache, da kam jetzt auch wieder raus, dass diese PCR-Tests alles andere als sicher sind. Es gibt einige Videos. Ich kann jetzt diese Wahrheitsgenauigkeit nicht überprüfen, aber da wurden so Tests mit Bier oder mit Cola durchgeführt und die waren dann positiv. Und da fragt man sich dann schon, was testen die? Und so bestimmte Professoren und Doktoren sprechen davon, dass dieser Test überhaupt nicht dazu geeignet ist, um festzustellen, wie viele Leute wirklich Corona haben. In einem Video wurde davon gesprochen, dass das so ähnlich ist, wenn man auf einen Schrottplatz geht und findet eine Bedienungsanleitung von einem alten Golf, dass das noch lange nicht bedeutet, dass sich wirklich ein alter Golf auf dem Schrottplatz befindet. Der könnte sich da mal befunden haben, der könnte jetzt schon weg sein. Aber allein, dass diese Bedienungsanleitung irgendwo auf dem Schrottplatz liegt, das ist so gesehen der Indikator, auf den der Test anschlägt. Der Test prüft praktisch alles, was mit diesem Coronavirus zu tun hat. Und egal, ob der Mensch jetzt erkrankt ist oder nicht, schlägt er dann positiv aus, wenn er irgendein noch so kleines Bauteil gefunden hat. Das heißt aber noch lange nicht, dass man erkrankt ist, dass man ansteckend ist. Und da kann man sich dann auch fragen, was bedeuten die Zahlen wirklich? Und wenn jetzt dieser Wert bei 100 ist, müssen dann diese Menschen alle zwangsbeatmet werden? Oder ist es nicht so, dass ein Großteil sich dann selbst zu Hause auskuriert? In meinem ganzen Umfeld, da kannte ich 5, die das hatten. Die hatten alle überlebt, obwohl die auch teilweise gesundheitlich sehr angeschlagen waren vorher schon. Aber auf was ich hinaus will, ich zweifle einfach an, dass diese Zahlen, die uns präsentiert werden, dass die überhaupt der Wahrheit entsprechen. Und dass das überhaupt alles so heiß gegessen wird, wie es gekocht wird. Aber wenn man das so sagt, so wie ich es jetzt mache, wird man sofort wieder gereframed, Aluhut, Verschwörungstheoretiker, Esoteriker. Und das soll den anderen Menschen dann zeigen, ja, wenn das ein Esoteriker ist, dann muss er ja grundsätzlich schon falsch liegen. Denn bei Esoteriker, da weiß man ja, dass die alle irgendwie nicht ganz sauber sind und irgendwelche Waldgeister beschwören oder was weiß ich, was da alles berichtet wird darüber. Das gleiche Reframing funktioniert auch mit dieser Mutation. Also ich weiß nicht, egal wann ich jetzt die Glotze da anschalte, also ich versuche, dass ich den Fernseher überhaupt nicht anschalte. Ab und zu lässt es sich aber nicht vermeiden. Und wie viele Mutationen ich da schon gehört habe, da stellt sich mir die Frage, ob die wirklich alle so schlimm sind. Denn es ist ja normal, dass so ein Virus mutiert, aber er verliert dann ja immer mehr die Kraft. Klar, kann sein, dass er ansteckender wird, aber das ist ein ganz normaler Prozess. Ich sehe in den Medien einfach nur, dass Angst und Panik geschürt wird, dass das auch bei den Leuten was im Gehirn macht, mit der Psyche. Und daher sind für mich auch diese Medien seelische Brandstifter und wir müssen dafür zwangsweise auch noch Geld bezahlen, unter anderem auch, dass diese Vorstände von diesen Medien ein üppiges Gehalt bekommen und zusätzlich auch noch Bonuszahlungen, für die wir alle arbeiten müssen, teilweise mit 2, 3 Jobs, damit man überhaupt über die Runden kommt, während andere in Kurzarbeit sind und viele einfach arbeitslos, ohne Perspektive zurückgelassen werden. Das ergibt für mich auch eine kranke Gesellschaft, ein Denunziantentum, wenn der Nachbar den anderen Nachbarn hinhängt und dazu auch noch aufgerufen wird. So heißt es zum Beispiel auf mdr.de, Corona-Verstöße melden, Hilfe oder Denunziantentum vom 23. Oktober. Die Zahl der Corona-Neuinfektionen steigt wieder stark an. Viele Städte und Kommunen verschärfen ihre Corona-Schutzmaßnahmen. Damit die Schutzmaßnahmen auch eingehalten werden, hat die Stadt Essen ein Meldeportal eingerichtet. Auf dem können Bürger Verstöße gegen Corona-Maßnahmen anzeigen. Auch anonym.
Kritiker wittern darin die Förderung von Denunzianten TOM und Blockwartmentalität. Ich meine, hier fängt's an, dass Portale eingerichtet werden, auf denen man Leute anonym hinhängen kann. Wo endet das Ganze? Es wird ja wohl alles immer so relativiert und heruntergespielt. Praktisch, man soll ja die Allgemeinheit schützen, das ist ja kein Denunziantentum. Und wenn sich das dann bewährt hat, dann sagt ja die Regierung immer, ja, wir schaffen ja nur die 500-Euro-Scheine ab. Sind die 500-Euro-Scheine abgeschafft, dann werden vielleicht demnächst auch die 100- oder 50-Euro-Scheine abgeschafft, sodass dann alles digital wird und gläsern wird, sodass man jeden Bürger komplett überwachen kann. Und dann gibt es ja immer diesen dummen Spruch, ich habe doch nichts zu verbergen. Genauso jetzt auch mit diesen Portalen. War das jetzt ja schon der letzte Schrei, sodass man da jetzt nur Leute hinhängt, die zum Beispiel mal ihre Maske nicht aufhaben und die denunziert? Oder wird das dann vielleicht noch weiter vorangetrieben, dass dann auch Leute hingehängt werden, die vielleicht eine andere Meinung haben? Da wo man dann zum Beispiel sieht, dieser Mike Priester, der schreibt da was Kritisches gegen Corona, dass man den dann melden kann. Und dann hat der Staatsschutz den im Auge, dass man dann komplett durchleuchtet wird, was man auf Amazon bestellt hat. Da stelle ich mir immer die Frage, wo fängt es an, wo hört es auf? Und bei dieser ganzen Bundesregierung, Politik oder beim Staat, da ist es doch so, wir erst immer so in kleinen Schritten, wir wollen doch nur. Und mit dem Wissen von heute, da würde man den Einzelhandel gar nicht mehr schließen und dann ist Dauer-Lockdown in so einer Art Salamitaktik, immer so in kleinen Scheibchen, bis man dann das große Ganze erreicht hat. Das wird meistens nie auf einmal fällig, sondern immer nur in so kleinen Stückchen. Und die Leute lassen alles mit sich machen. Da wird dann den Leuten zum Beispiel gesagt, ja, mit Plexiglasscheiben, da dürft ihr dann wieder öffnen, da euer Restaurant. Dann investieren die einen Haufen Geld und danach machen sie dann doch alles dicht. Also ich fühle mich belogen und betrogen von diesen Politikern. Ein Großteil von dem, was die sagen, passt nicht. Versprechen werden nicht eingehalten und sie wollen dann nach außen hin immer seriös wirken, was ihnen meiner Ansicht nach nicht gelingt. Und dann braucht man sich auch nicht wundern, wenn viele Bürger die AfD wählen. Aber da ist es ja momentan auch schwierig, weil sich die Partei im Inneren ziemlich bekriegt hat, sodass es jetzt ziemlich einfach wäre, dass man in der Opposition gegen die etablierten Parteien etwas machen könnte. Aber auch die AfD ist einfach zu dumm dafür. Die kriegen ihre Partei nicht in den Griff mit vernünftigen Ansichten. Stattdessen ein Skandal nach dem anderen und Bekriegung innerhalb der Partei. Aber ich persönlich würde befürchten, wäre die AfD besser aufgestellt, dann könnte das ein ernstes Problem für die etablierten Parteien sein. Und dann braucht man sich auch gar nicht mehr wundern, warum dann so viele Leute AfD wählen und hinterher dann auch nicht rumheulen. Denn das, was uns unsere Volksvertreter derzeit präsentieren, das ist nicht mal mehr lachhaft, das ist einfach nur traurig. So, weiter möchte ich jetzt darauf auch gar nicht mehr eingehen. Das reicht jetzt für heute, das soll es gewesen sein. Wenn du mich unterstützen möchtest, schau dir mein aktuelles Buch an. Da ist sehr viel zusammengefasst, auch mit NLP-Tricks und mit den Gesetzen des Lebens. Mir hat es sehr gut weitergeholfen und das ist ein Buch, das kann ich mit bestem Gewissen empfehlen. Da steht kein Blödsinn drin, das bringt wirklich was. Wenn dich das interessiert, würde ich mich freuen, wenn du dir so ein Buch zulegst. Musst du aber nicht, nur wenn es dir gefällt. Oder wenn du dir zum Beispiel einen Song von meiner Band holst auf Amazon, iTunes und so weiter. Das kostet jetzt alles nicht die Welt. Das verlinke ich alles nochmal unten in der Videobeschreibung. Und wenn das nicht so dein Geschmack ist, dann ist es auch überhaupt kein Problem. Du kannst ja weiterhin kostenlos meine YouTube-Videos dir anschauen. Aber natürlich würde es mich immer freuen, wenn ich ein bisschen Unterstützung erhalte. Sobald es bei mir zeitlich jetzt wieder besser passt, versuche ich so viele Videos wie möglich rauszubringen und würde mich natürlich freuen, wenn du mir treu bleibst. Mach's gut, bis dann. Falls du mich unterstützen möchtest, kannst du dir auch meine Songs herunterladen auf iTunes, Amazon. Ein Song allein kostet nicht wirklich viel Geld. Er unterstützt mich immer sehr, sodass ich praktisch neue Projekte finanzieren kann. Falls du das möchtest, falls dir die Musik gefällt, wäre das die Anlaufstelle. Des Weiteren kann man auf Amazon auch meine Bücher und T-Shirts kaufen. Ich blende die Links unten ein. Und zu guter Letzt habe ich natürlich noch meinen eigenen Shop auf störte-priester.de/shop. Hier findest du alles rund um meine Band Störte Priester. Und ich werde dir alle Links nochmal unten in die Videobeschreibung posten. Vielen herzlichen Dank.